Ist das dein Ernst? Was ist das mein Ernst? Ich bin doch nur normal wie du. Du bist nicht normal, du bist anders. Und sowas hasse ich. Ey, was soll das? Komm runter, Mann. Was, komm runter, komm nur mal runter. Wie heißt du, Mann? Cool. Ich heiße Rasmus. Guck mal, wen wir da haben. Kurt und seine Freundin. Du hast doch heute ein Date mit Katja, oder nicht? Was für Blumen sind das? Das macht meine Freundin nicht an, ey. Katja hat mir geschrieben. Tut mir leid wegen gestern. Das war mein Ex. Gib mir noch eine Chance. Ja cool, ich freue mich für dich, ey. Ja, nicht schlecht. Wo bleibt Katja denn? Hi, Schatz. Hi. Sorry wegen gestern. Es macht nichts. Mein Ex-Freund denkt immer, wir wären zusammen, obwohl das gar nicht stimmt. Sind wir denn jetzt zusammen? Ja. Okay. Ich habe eine Freundin. Macht ihr gleich Kinder und darf ich Fotos machen und auf YouTube stellen? Nein. Katja saß auf meinem Schoß. Ist doch voll schön, voll geil. Und dann? Ja, es ist ein dummer Junge mit dem Eis gekommen. Okay, und dann? Dann bin ich abgehauen. Das war der peinlichste Moment in meinem Leben. Mensch, da brauchst du doch nicht abhauen. Die ist dir doch schon voll nahe gekommen, da... Du hast so ein kleines Selbstvertrauen. Du musst ja einfach bei ihr bleiben. Du bist doch so ein cooler Typ, Muskeln, Sixpack, so süß, alle Frauen stehen auf dich. Mensch, du musst dir selber mehr wert sein. Weißt du das, ey? Ey, hör auf mich zu schubsen. Ich schubse dich, wie ich will, ey. Oh mein Gott, die schlimmsten und krassesten Schwuchte in der Welt. Jetzt auch auf World Wide Web. Du bist ein Schwuchte. Was soll das? Hau mal ab, ey. Halt deine Fresse jetzt. Leute wie du nerven. Geh weg. Oh mein Gott, das werde ich jetzt morgen erstmal der ganzen Schule zeigen. Dann bist du bloßgestellt, kriegst keine Frau mit dicken Titten. Du bist das größte Mobbing-Opfer der Welt. Weißt du was? Geh einfach weg, ey. Hau ab, verschwinde. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Das wäre der dumme Olaf und schwul. Ich bin doch gar nicht schwul. Ich will eine Perle, nur ich finde keine. Hey, komm, alles okay, ey. Kopf hoch. Ja, das ist ein Vollidiot. Auf solche Leute brauchst du gar nicht hören, okay? Komm, ist alles okay. Hallo liebe Freunde, das war Mobbing aus Hass Teil 4 und ja, was ist mit Katja los? Meint sie es echt ehrlich mit Kurt? Sind die jetzt zusammen oder nicht? Und was ist mit diesem Olaf? Wieso ärgert der Kurt die ganze Zeit? Ja, und was meint ihr? Wie geht die Geschichte weiter von Kurt und Rasmus? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wie es wirklich weitergeht, das werdet ihr Samstag um 14 Uhr erfahren. Denn da geht der 5. Teil bei uns, bei Familie Mensch, online. Seid gespannt. Aber Donnerstag kommen wir für euch wieder um 14 Uhr. Seid gespannt mit welchem Video und ja, schaltet ein. Wir sehen uns. Ciao.